Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mighty Magic 4 und 5. Wir sind hier auf dem Weg in den Keller an Castle Burlock. Hallo? Schon wieder Castle Guard. Oh Gott. Ich das Gefühl, ihr seid. Hier sind wir auch noch zu früh. Oh Gott, ja. Hier bringt dich das Tür aufmachen um. Oh Gott, nee. Nee, nee, nee. Come on. Ja, okay, ich würde sagen, hier sind wir noch zu früh. Okay, dann raus hier. Das hat ja keinen Wert, so zu gucken, was passiert denn jetzt? Gut, bringt irgendwie. Egal. Raus, raus, raus. Yep. So, mal gucken, ob die Musik jetzt wieder ein bisschen vernünftiger ist. Nee, jetzt laufen zwei Musikstücke gleichzeitig. Ach Gott, dieses Spiel. Na gut, dann machen wir es jetzt halt ohne Musik. Geht ja auch, hoffe ich. Muss einfach gehen. So, wie ist denn eigentlich unsere Essenssituation? Haben wir noch genug? Da können wir mal rasten. Da sind wir wieder fit. Und machen wir wieder unser Ding an. So. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Wir könnten nach River City und wir könnten, warte mal, waren wir hier im Süden schon eigentlich? Wenn man von der Anfangsstadt nach Süden geht. Nee, noch nicht wirklich überall. Gehen wir wieder konsequent alles ab, wie sich das gehört. Dup. Ja, noch schon. So. Halt, du bist neu. Derek the Ranger, I'm searching for my intended bride, Celia. She was tending her family's sheep when zombies snatched her and disappeared into the forest of the Walking Dead. Trademark. The forest is so large and the zombies so many, I'll need help to rescue her before they turn her into one of them. Meinst du nicht, dass sie die schon aufgegessen haben? Aber egal. Help me, please. Helfen wir dir jetzt automatisch? Ja. Yep. Okay, na gut, dann. Ist ja kein Ding, dann retten wir die gute Celia. Ja, sie findet das lustig, ne? Ja. Guck mal, seid ihr tot? Das ist ja irgendwie alles zu schaffen. Okay, hier ist Wasser. Sehr gut. Noch eine Flasche. Gott, damit können wir echt einen Handel aufmachen. Ah! Oh Gott, was sind wir jetzt? Cursed, na fantastisch. Na gut. Schon, nee, brauchen wir jetzt nicht. Oh! Merken wir uns mal. Guten Tag, Herr Frosch, Kröte, wie auch immer. Boing, boing, boing. Okay, also hier können wir, denke ich, ganz gut bestehen. Ja, das sieht. Na, machbar aus. Fountain of Ability, okay, merken wir uns auch mal. Whatever, wenn du nicht willst. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück. Und
Sind wir jetzt alle cursed, oder was? Ach ne, wir sind nur müde. Na gut, dann erstmal ab in den Tempel. Uncurse. Uncurse. Sehr gut. Achso, da könnten wir ja auch mal donaten. So. Wenn wir schon mal hier sind. Donation. Donation, 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 Donation. Okay. Ach, gilt, muss man das nur einmal machen? Gilt das jetzt für alle oder was? Ich vermute mal, das gilt jetzt für alle, weil das so nicht charakterspezifisch ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass, falls das jemand weiß, ob das für alle gilt oder nur für den, der gespendet hat, sagt es mir bitte. Aber so von der Logik her würde ich vermuten für alle. Gucken wir mal. Jo. So, hier war jetzt da unten war irgendwas. Wo war das? Ne, hier nicht. Wo war das denn? Das ist nicht auf der Karte eingezeichnet? Hier haben wir doch so ein komisches Gebäude gesehen. Bin ich jetzt total bescheuert? Keine Antwort, bitte. Aber das war hier doch. Na gut. Dann gehen wir erstmal alles ab. Ja, früher oder später wieder drüber stolpern. So, jetzt ist unser jetzt ist unser Boost auch schon wieder weg. You found a horrible shrine to the undead. Desecrate. Ja. Okay, 5000 Erfahrungspunkte, das ist ja übersichtlich. Ah, hier war das. Ah. Und es wird eingezeichnet. Ich war also nur zu doof. Okay. Gucken wir jetzt gleich mal rein. Vorher gehen wir das Stück hier noch ab. Nicht zu weit, nicht, dass wir wieder über irgendwelche Sprites stolpern. So. Hallo. Only with a proper stone can I let you go in. Go away. Okay, offensichtlich haben wir irgendwas noch nicht. Rasten. Na, Enchant Item? Toll. Moment, hier war doch dieser Quest-Typ. Vielleicht kannst du uns helfen. Du wolltest doch deine Schwester wieder haben oder so, ne? Wo warst du denn? Hier, oder? Offensichtlich nicht. Na gut, gucken wir weiter.
Da wir jetzt mal ein bisschen größere Geschütze, stärkere Geschütze auffahren, die will ich schnellmöglich. Natürlich doch einen geküsst. Oh, hallo. Sifting through the dust, you find a piece of bone carved into a whistle. Orothins Bone Whistle. Und das scheint ein Quest-Item zu sein. Das ist fantastisch. Wer zur Hölle ist Orothin? Hallo? Untie me from the chair before the zombies come. Ach, da bist du. Thank you very much. They were going to turn me into one of them. I think I can get out of the forest on my own now. Ja, super. Ja, jetzt ist auch egal, jetzt sind wir ja eh schon verflucht. So, Kollege, hast du jetzt vielleicht noch irgendwas für uns? So war deine Schwester oder Freundin oder was auch immer das war. Habe ich mir nicht gemerkt. Gerettet haben. I'm so grateful to you for reuniting us. As payment for our services, please accept this treasure. Ui. Ja, aber ein Schlüssel oder ein Stone haben wir immer noch nicht, um da reinzukommen. Vielleicht kommen wir da auch erstmal einfach noch nicht rein. Aber wir können ja noch ein bisschen weiter gucken hier. Ist ja noch einiges zum Erforschen. Guten Tag. Und da haben wir gleich das nächste Dungeon schon gesehen. Sehr gut. Mal ein bisschen Überblick verschaffen, was es hier alles gibt. Ja, also ihr seid irgendwie kein Problem, das ist sehr angenehm. Siehst auch irgendwie lustig aus, wenn du getroffen wirst. So, was ist das hier? Uiuiui, was ist mit dir los? Without the proper key to this tower, you may not pass, mortals. Soll das heißen, du bist kein Mortal? Angeber. Ah, Gott, das habe ich mir erschrocken. Aha. Aha. Night Shadow. Wollen wir da rein? Gucken wir mal. Hallo. Bat Queen, du siehst aber ganz drollig aus. Und stirbst auch erfreulich schnell. Da ist ein Mirror. Gut. Na, komm her. Vielleicht ist das auch die nächste Stadt und gar nicht River City. Oh. Das Vampire ist, glaube ich, nicht so gut, oder? Oh Gott, Särge. Nee, nee, erstmal noch nicht. Ist hier was drin? Nee, natürlich nicht. No home? Naja, nee, nee, nee. Gucken wir erstmal hier draußen. Mit den Bad Queens können wir ja umgehen. Oh Gott. Aha, da geht's auch noch weiter. Noch mehr Gräber. Okay, hier sind in den Wohnungen sind hier Särge. Das ist verdächtig, sag ich mal. Ja. ja. Jo.
Oh, guten Tag. Count Monet, the Guildmaster. Because you are still alive, I will have to charge you 250 gold to join Night Naturalist. Ach so, oh, die Stadt der Untoten, na, verstehe. Ja, Membership für dich und Membership für dich und Membership für dich. So ein Tempel wäre aber auch mal eine schöne Sache. Hey. Machen wir mal lieber Besitzei, dann haben wir ein bisschen besseren Überblick. Moon Guild. Okay. Schauen wir mal. Wir sind Member. Deadly Swarm, Nature's Cure. Ein Zauber können wir ja kaufen. Naja, Gott, warum nicht? Biting, ja, komm her. Aber richtig nützlich bist du nicht. Okay, jetzt sind wir einmal rum, ne? Was ist das? The Sundial is set to 12. Turn. Nee, erstmal noch nicht. Ich habe ja irgendwie. Who will drink? Nee, 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 nee. Ist nichts drin. Auch nichts drin. Nee. Okay, da oben irgendwo ging es ja noch weiter, ne? Schon drin? Nee. Oh Gott, da war was drin. Gems, naja, warum nicht? Ah, blöder Vampire. Habt's aber schön hier, ihr Vampires, mit den kleinen Bäumchen. Mehr Gems kann nicht schaden. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir mal so ein Ding auf. The lid refuses to budge. A symbol etched on the surface of the lid flashes pale blue whenever you try to move it. Gut. Das kriegen wir also noch nicht auf. Gilt das für alle? Nee, gilt nicht für alle. Entschuldigung. Ja, schon verstanden. Aha, da ist sogar was drin. Das ist gut. Gnome Home. Hallo. Guten Tag, Herr Vampir. Legen Sie sich bitte wieder hin. So, danke schön. Ja. Geh mal weg. Gut, die Gräber können wir uns dann auch nochmal angucken, weil hier waren wir schon drin. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal die Gräber an. Only at night can you put up a fight. If the dials are properly set, the count will definitely be upset. Okay. Coffin ist empty. Okay, ein bisschen was gefunden. Ja, guten Tag. Geh sterben. So. Wir haben ja keine Ahnung, wie wir die einstellen sollen. Vielleicht. Open this coffin and bid him farewell. Only then can you see the magic of the well. Open his coffin, aha. Ach, das ist bestimmt der mit dem Blue, mit dem Blue Symbol, das wir nicht aufkriegen. House of the Cat, nein.
9. Ist das. Gibt's hier noch ein Rätsel? Nee. Schauen wir mal. Uppala. Naja, bringen wir euch erstmal um hier. Dann. Ist ja alles hochinteressant hier. Aber so richtig, was wir hier machen sollen? Leaf Night Shadow? Nee. Moment. Oh, hier sind wir wieder am Eingang. Wie spannend. Hier ist nichts drin. Hier ist was drin. Hier ist auch was drin. Okay, also irgendwie müssen wir diese Dials irgendwie setten. Richtig? Weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja, wie kriegen wir da noch einen Hinweis drauf? Können wir eigentlich. Warte mal, das ging mit den Minen, ging das auch so? Nee, Vertigo. Das geht. Okay. So, dann entfluchen wir uns mal schnell. Uncurse. So. Und dann machen wir wieder einen Test. Nee, Musik spinnt. muss ich wahrscheinlich wieder erstmal irgendwas einschalten, ausschalten, keine Ahnung. Vielleicht das Spiel neu starten. Ah, das ist. Alles ein bisschen seltsam. So, So, und können wir jetzt. Wie hieß das? Night Shadow, ne? Okay, jetzt ist immer dein Name. Dann können wir ja so auch wahrscheinlich nach River City, oder? Aber mal für Spaß. Ja, haha. Was ist mit dir los? Okay. What did you expect? Money? Ja, so in der Art. Ja, okay, Spiel, ich hab's verstanden. The Bank? Hey! Wer bist du denn? Ein Räuber in der Bank, na, wie kann das denn sein? Nun können wir ja nicht mal ein bisschen Geld deponieren. Und ein paar Gems. Ich gehe mal davon aus, dass die von allen Filialen aus darauf zugreifen können, sonst würde es ja nicht viel Sinn ergeben. Okay, euch kriegen wir irgendwie kaputt. Noch mehr Insane Bagger. Marshall Training. Guten Tag. Fighting is simple. I teach you to be an arms master in one easy lesson for 300 gold. Oh Gott, was weiß ich noch, was Arms Master macht? Eine Sekunde mal kurz. Ja, also Arms Master scheint unsere Kampffertigkeiten zu verbessern. Also ich meine, was kostet der Spaß? 300, das können ja einfach alle lernen. Vielleicht bringt es ja auch für alle was, ist ja wurscht. Für den Preis können wir das mal machen. Arnold's Gym. Guten Tag, Arnold. Bodybuilding, that you can some meat on your bones. Das gab irgendwie plus Hitpoints pro Levelaufstieg, glaube ich. Auch alle. Gut. Hö, hö, hö.
Moment, hier sollte man doch irgendwas machen in der Stadt. Quest? Nee, nicht den Skull, sondern Tiara from the Robbers of River City. Okay. Gut. Robbers haben wir hier schon gesehen. Dann dürfte das hier nur eine Frage der Zeit sein, wann wir über das Tiara-Ding stolpern. Geh mal weg. War ganz schön groß die Stadt hier. Mein lieber Mann. Captain Nistor, I can give you a boat ride to the. Du schon wieder. Nee, nee. Darling, the swimmer, I can teach you how to swim. Das können wir schon. Danke. Aha, was haben wir hier? Barak the Sorcerer. The Sorceress of. Sorceresses of River City have stolen a magical pendant of mine. I want it back and I will reward you if you return it. Noch eine Quest. Das ist jetzt nur Zufall, dass jetzt Inside Beggar aufgetaucht ist, ne? Okay. Och Mann, was sind denn das hier für Fallen? Das ist ja übel. Okay. Ja, wir haben mehr Pfeile als du. Ein Sling. Okay. Was ist das Smithing? Uppala, guten Tag. Ja, das ist ein Smith. War irgendwas, was gefixt werden muss? Ja, natürlich. Bei dir nicht? Was ist denn hier los? Okay. Gut, erforschen wir weiter die Stadt. Da. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir schon. Hier waren wir auch noch nicht. Und hier waren wir schon. Gut, dann gucken wir noch nach hier. Was ist das? Den Stamps. Nothing, nothing, nothing. I'll give you 100 gold for a week of work. Ach nee, du weißt, Geld haben wir. Okay. Die Seite sieht relativ abgeschlossen aus. Dann gucken wir jetzt mal auf die andere. So. Ja, geh weg. Aha, es hat einen Eingang zum Wasser hin. Waren wir da schon? Nee, da waren wir noch nicht. Guten Tag. I will teach you how to use the stars to keep you from getting lost, nehme ich mal an. Navigation. Das kostet schon ein bisschen mehr. Ist auch nicht mehr genau, was das macht, aber lern's mal zwei. Oh Gott, 5000, naja. Ich weiß nicht, müssen das alle können? Dann wird das ein teurer Spaß. Probieren wir es erstmal, ob zwei reichen.
If you can read this ad, so can your customers. Ha. Funny. Wollen wir auch noch nicht? No pen. Ach, hier. Ah. Waren wir doch schon. Guten Tag. Streetfighten. Was ist hier los? Aha, hier können wir trainieren. Machen wir mal. Oh Gott. Wer bist du denn? Yang Knight. Okay. Da gucken wir doch mal nach, was du so drauf hast. Okay, du hast 4 Attacken. Aber nothing special. Toxic Cloud. Und dann machen wir jetzt mal einen schönen Power Cure. Machst doch ganz gut Schaden. Ja, kann man echt nicht anders sagen. Na ja, gut, da mal ein Lightning Bolt. Also, oh, 1200 Gold. Oh Gott, da sind noch mehr davon. Gott, wir treffen dich auch gar nicht. Du bist echt nicht schlecht, Kumpel. Na ja, gut, zaubern wir dich tot. Oder so. Oh Gott, vielleicht zwei. Richtig sicher, ob das hier eine gute Idee ist. Bin ich mir da nicht. Das scheint ein bisschen härter zu sein, die Ecke. Und okay, haben wir noch was zu essen? 2 Tage, gut. Wir müssen noch mal eine Tavern finden. Okay, aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Erkunden wir weiter River City. Und ja, irgendwie haben wir ja auch noch diesen Dungeon-Eingang, aber da werden wir wahrscheinlich einfach noch nicht reinkommen. Das war bei Might Magic 3 ja auch so. Wer weiß, wann wir diesen komischen Stein da bekommen. Gucken wir hier erstmal weiter in River City rum und ja, das ist der Plan. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.